Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute mal einen Reichweitentest der anderen Art. Normalerweise macht man ja solche Tests auf Autobahnen, um irgendwie die Langstreckenreichweite zu überprüfen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, die meisten Fahrten, ich würde mal sagen 90% oder 95% aller Fahrten, die wir eigentlich so machen, die finden in der Stadt statt. Das sind Kurzstreckenfahrten. Und da ist mal die Frage oder die interessante Frage, die ich mir stelle: Wie weit komme ich eigentlich mit so einem ganz einfachen älteren Elektroauto wie hier, dem Hyundai Ioniq Pre-Facelift mit dem 28 Kilowattstunden Akku, mit einer Akkuladung in der Stadt? Das heißt, wie viele Tage kann ich eigentlich hier rumfahren, ohne dass ich überhaupt einmal nachladen muss? Denn ihr wisst ja, viele Leute, die sich für Elektroautos interessieren, die haben so ein bisschen Angst davor, dass sie ständig irgendwo nachladen müssen. Aber im wirklichen Leben, das heißt im Alltag, wie oft passiert das eigentlich? Und statistisch gesehen fährt ja jeder Deutsche am Tag höchstens 40 Kilometer. Das will ich jetzt noch ein bisschen erhöhen. Ich fahre jetzt mal so 60 Kilometer pro Tag und dann schauen wir mal, wann ich eigentlich hier mit dem kleinen Akku nachladen muss. Wie viele Tage kann ich fahren? Und deswegen wird es ein interessanter Test, wie ich finde. Also bleibt dran. So, Tag 1 unserer Testfahrt. Wir fahren jetzt einmal quer durch die Stadt, ungefähr 60 Kilometer zur Arbeit hin und zurück und all die kleinen Fahrten, die man täglich so erledigt, zum Einkaufen, Kind von der Schule holen oder mal was besorgen oder jemanden besuchen und. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier mit dieser Akkuladung kommen. Wir haben jetzt 191 Kilometer Reichweite, der Akku ist zu 100% gefüllt. Und dann sehen wir mal, nach wie vielen Tagen wir erstmals nachladen müssen. Ja, und wir haben ziemlich useliges Wetter heute. Es ist Anfang November und es ist so knapp 14 Grad, was eigentlich ziemlich warm ist für die Jahreszeit. Es nieselt leicht, also das ist mal gewohnt bei meinen Probefahrten leider. Und ich habe vor, heute mal so rund 60 Kilometer zu fahren, das heißt zur Arbeit und zurück, das sind so 25. Dann nochmal ein bisschen zum Einkaufen und vielleicht nochmal eine Strecke zu einem Möbelhaus, sodass ich ungefähr bei 60 Kilometer lande für den ersten Tag. Das ist ein bisschen mehr als der Durchschnitt, den ein deutscher Autofahrer am Tag zurücklegt. Das sind ja, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 40 Kilometer. Und dann, ja, dann ist der Tag vorbei. Ich werde natürlich nicht laden und dann schauen wir mal, wie viele Tage ich hier so mit dem Akku, dem ganz kleinen Akku des Ioniq, zurechtkomme. So, jetzt bin ich bei meiner Arbeitsstätte angekommen. Wir sind 18 Kilometer unterwegs gewesen, quer durch die Stadt, Stop and Go, und haben jetzt trotz 18 Kilometer gefahren nur 10, nur 9 Kilometer Reichweite verloren. Mir geht es aber gar nicht so sehr um den Durchschnittsverbrauch, sondern mir geht es ja eben darum, herauszufinden, wie lange, wie viele Tage kann ich fahren, bevor ich nachtanken muss. So, jetzt fahre ich noch mal eben was für die Firma einkaufen. Dazu fahren wir hier einmal quer durch die Stadt zur Metro. Das ist so ein Großhandel, kennt ihr vielleicht. Da gibt es halt gewisse Sachen für die Firma relativ günstig. Deswegen fahre ich dahin. Das sind ungefähr 10 Kilometer von der Firma. Und ja, da geht es quer durch die Stadt. So, jetzt sind wir fast 30 Kilometer gefahren. Wir sind noch mal kurz bei IKEA gewesen, haben noch einen kleinen Abstecher gemacht hier, auch quer durch die Stadt. Und jetzt müssen wir noch mal zu einem Supermarkt, beziehungsweise wir müssen zum Einkaufszentrum, nämlich zum Weserpark. Da fahren wir ein kleines Stück Autobahn. Lässt sich leider nicht vermeiden, weil durch die Stadt ist das viel zu aufwendig. Autobahn ist einmal drumherum und geht viel schneller. Ist hier aber auch ganz normal.
So, wir sind im Weserpark und waren kurz ein bisschen einkaufen. Jetzt haben wir knapp 50 Kilometer gefahren heute. Wir fahren jetzt nach Hause und dann haben wir die 60 Kilometer dann locker voll für diesen Tag. Also Tag 1 ist abgehakt. Wir haben noch momentan eine Reichweite von 165 Kilometern und einen Durchschnittsverbrauch gehabt, inklusive Autobahnfahrt vorhin, von 12,3. Das ist natürlich für den Ioniq hier super klasse. Es ist natürlich nicht jedes Auto so effizient. Aber gut, ich bin jetzt hier mit dem Ioniq unterwegs. So, wir sind auf dem Weg nach Hause, wir sind gleich wieder da, dann sind wir bei 60 Kilometer Strecke für den Tag 1. Wir sind alles gefahren, also Innenstadt, Landstraße, Autobahn, in der Stadt sind wir zügig gefahren, natürlich nur 50, wo es erlaubt war, vielleicht auch mal 60. Gab 30er-Zonen, wir hatten Stop and Go, also alles dabei, völlig normale Fahrten. Und mit den 60 Kilometern liegen wir, wie gesagt, über dem Durchschnitt, was ein normaler Autofahrer in Deutschland so fährt. Haben jetzt eigentlich noch relativ viel im Akku. Ich würde mal sagen 80%, müsste ich mal gleich genau nachgucken. Laden würde ich jetzt natürlich nicht nach dem ersten Tag. So dass ich sagen würde, völlig entspannt im Moment. So, wir haben Tag 2. Jetzt wird angezeigt 150 Kilometer Reichweite, 75% im Akku. Gestern 60 Kilometer gefahren. Heute dann wieder so 50, 60 Kilometer unterwegs und dann schauen wir mal, wo wir heute am Ende sind beim Akkustand. So, wir sind gleich am Ende von Tag 2 angekommen. Ich habe hier gerade mal 50 Kilometer geschafft und das, obwohl ich echt viel unterwegs gewesen bin. Ich war auf der Arbeit, ich habe für die Firma noch was in die Stadt gebracht. Ich war am einen Ende der Stadt im Baumarkt, am anderen Ende der Stadt im Elektronikmarkt. Ich war noch mit dem Hund beim Tierarzt, ich habe noch was abgeholt. Und ja, jetzt sind gerade mal 50 Kilometer zusammengekommen. Das hat sich gefühlt angefühlt wie 100. War auch echt lange im Auto, aber man kann natürlich in der Stadt nicht schnell fahren. Deswegen sitzt man hier doch immer sehr lange drin. Aber die Kilometer, die man fährt, sind dann doch viel weniger. So, dass der Zwischenstand heute am Tag 2 50 Kilometer gefahren und insgesamt dann also 110 Kilometer gefahren in den ersten beiden Tagen. Somit ist der Zwischenstand 54% im Akku und noch 104 Kilometer Restreichweite. Und das am Tag 2. Insgesamt sind wir unterwegs gewesen über 3 Stunden 20 Minuten in diesen beiden Tagen. Durchschnittsgeschwindigkeit war 35 km/h. So, Tag 3 des Langzeittests. Heute ist ein wunderschöner Tag. Wir haben super schönes Wetter. Und jetzt fahre ich erstmal zur Arbeit. Es ist wirklich warm draußen. Wir haben 15 Grad und das Anfang November. Echt pervers. Naja. Heute ist die Innenstadt dicht, deswegen fahre ich jetzt über die Autobahn zur Arbeit. Ist zwar nicht so gut für den Verbrauch, aber dafür spare ich locker 10 Minuten, wie ich da in der Stadt rumhänge. Das will ich natürlich nicht. So, und jetzt habe ich noch 97 Kilometer Restreichweite und 48% im Akku, Tag 3. Und jetzt muss ich noch mal eben zur Waterfront fahren. Das ist so ein Einkaufszentrum hier in der Nähe. Und danach muss ich noch was abholen, und zwar aus Lilienthal. Das ist am anderen Ende der Stadt hier und da muss ich dann über Landstraße hinfahren. So, wir haben kurz was eingekauft hier in der Waterfront.
das übrigens mal ein Spacepark war, also ein Vergnügungspark. Von oben sieht man das besonders gut. Dieses ganze Rieseneinkaufszentrum hat so ein bisschen die Form eines Sternenflottenraumschiffs. So, jetzt muss ich was abholen aus Lilienthal. Das ist eine kleinere Strecke von hier aus. Ich überlege, ob ich jetzt wieder durch die Stadt fahre oder die Autobahn nehme. Mal sehen, wie der Verkehr so in der Stadt ist und dann entscheide ich mich gleich. So, das war Tag 3. Wir haben jetzt noch 28% im Akku und sind insgesamt 170 Kilometer gefahren in den 3 Tagen. Heute waren es wieder so rund 60 Kilometer. Man glaubt es kaum, aber wir haben jetzt in den 3 Tagen 5 Stunden hier in dem Auto verbracht. Das ist echt eine wahnsinnig lange Zeit. Deswegen kommt einem das auch immer so vor, als würde man wahnsinnig viele Kilometer fahren. Das tut man aber gar nicht. Jetzt habe ich noch 63 Kilometer Rest. Morgen am Tag 4 wird das eigentlich locker ausreichen. Ja, schauen wir mal. So, Tag 4. Wir haben jetzt 28% im Akku und noch eine angezeigte Restreichweite von 62 Kilometern. Ich muss jetzt zur Arbeit und dann natürlich auch wieder nach Hause. Das sind schon mal 25 Kilometer. Und dann schauen wir mal. Ich werde heute sicherlich noch ein bisschen rumfahren, ob ich den Tag 4 immer noch ohne Nachladen über die Runden komme. So, ja, wie könnte es auch anders sein? Ich muss auch noch mal ein bisschen in die Stadt fahren mit dem Auto. Ein bisschen Reichweite habe ich ja noch. 21% ist im Akku und 48 Kilometer auf der Uhr. Ich fahre jetzt kurz was essen. Es ist nämlich so gegen Mittag und dann muss ich noch was abholen und ja, dann schauen wir mal. Feierabend. Auf nach Hause. Ja, der Tag 4 ist vorbei. Wir haben insgesamt zurückgelegt 204 Kilometer. In 6 Stunden 16 Minuten und hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h und einen Durchschnittsverbrauch hier mit dem Ioniq von 11,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also in 4 Tagen haben wir es gerade mal so geschafft, den Akku leer zu fahren. Wir sind dann auf 13% hier am Schnelllader angekommen und da könnt ihr mal sehen, was mit so einem kleinen Akku an Strecke täglich zurückgelegt werden kann. Man kann 4 Tage fahren, ohne dass der Akku wirklich leer ist. Und wenn man mal wirklich spontan eine weitere Strecke fahren muss und der Akku ist schon relativ alle, dann fährt man halt mal zum Schnelllader, steht dort eine halbe Stunde und kann dann wieder 200 Kilometer mindestens fahren. So, was zeigt uns denn jetzt dieses Video? Also für alle Skeptiker, die meinen, nee, mit einem Elektroauto, da muss ich ja ständig nachladen und stehe stundenlang an der Ladesäule. Das Video hat also gezeigt, das ist nicht so. Man kann auch mit einem kleinen Akku wie dem vom Ioniq 4 Tage locker ohne Probleme seine täglichen Alltagsfahrten erledigen. Und im Durchschnitt fahren wir nur 40 Kilometer am Tag. Ich bin jetzt eher 50 bis 60 Kilometer am Tag gefahren und trotzdem hat es 4 Tage gereicht. Und dieses Auto hat nur einen ganz kleinen Akku. Dieses Auto wird so gar nicht mehr verkauft. Das heißt, Autos mit so einem kleinen Akku gibt es heutzutage gar nicht mehr als Neuwagen. Die Akkus heutzutage haben eher so 50 Kilowattstunden oder noch mehr. Das heißt, mit solchen Autos, sagen wir Opel Corsa oder Peugeot oder ID3 oder einem Model 3, da kommt ihr locker 6, 7, vielleicht sogar 8 Tage, also fast 2 Wochen ohne nachzuladen durch euren Alltag. Also alle Skeptiker, bitte schaut euch dieses Video an und bildet euch selbst ein Urteil. Und jetzt möchte ich heute Abend spontan 120 Kilometer fahren, habe aber nur noch 13% im Akku. Was mache ich denn jetzt? Ganz einfach, ich fahre an eine Tankstelle.
Ja, eine Tankstelle, natürlich meine ich eine Ladestation. Aber diese Shell-Tankstelle zum Beispiel, so wie viele andere Tankstellen mittlerweile, hat auch schon einen Schnelllader für Elektroautos. Und hier steht man dann 30 bis 40 Minuten und der Akku ist wieder zu 80% gefüllt. Und damit komme ich locker die 200 Kilometer oder in meinem Fall die 120 Kilometer mit dem Ioniq, die ich heute Abend noch fahren möchte. Also gar kein Problem, es ist total easy und unkompliziert. Vorausgesetzt, die Ladestation ist nicht besetzt und ihr habt eine Ladekarte, mit der ihr die freischalten könnt. So, ich bin am Ende mit meinem Langzeittest. 4 Tage ohne nachzuladen mit dem Hyundai Ioniq. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.